In dieser Folge mache ich diese Laugenschnecke mit Aubergzerfüllung und wie du das Ganze nachmachen kannst, zeige ich dir jetzt. Viel Spaß dabei! Für die Laugenschnecke habe ich hier Brezeln aufgetaut. Ich habe jetzt mal eine mehr genommen, wie im Rezept steht, weil das kommt nachher in eine Springform und dann dachte ich, das ist vielleicht ein bisschen wenig. Deswegen habe ich jetzt sicherheitshalber mal eine mehr aufgetaut. Dann mache ich so eine Aubergzercreme, die da drauf kommt. Dafür brauche ich Camembert, dann ein bisschen Frischkäse, eine rote Zwiebel und ein bisschen Paprika, Salz, Pfeffer und ich mache eventuell noch ein bisschen Kümmel da rein. Als allererstes nehme ich mir die rote Zwiebel und schneide die in feine kleine Würfel. Wenn ich die Zwiebelwürfel habe, stelle ich die erstmal noch zur Seite. Nehme mir dann den Camembert. Der ist jetzt schon ein paar Stunden aus dem Kühlschrank raus, damit er schön weich ist. Den schneide ich jetzt einfach in kleine Würfel, soweit es geht. Und gebe die Würfel dann in eine Schüssel. Gebe hier dann den Frischkäse dazu. Würze das dann schon mal mit Pfeffer ab. Ein bisschen Salz gebe ich hier auch gleich dazu. Und ganz zum Schluss würze ich das Ganze noch mit ein bisschen Paprika Edelsüß. Das habe ich jetzt zwar nicht im Rezept, aber ich mache hier noch ein kleines bisschen Kümmel dazu. Dann nehme ich mir eine Gabel und zerdrücke das Ganze mit der Gabel. Wenn man die Masse dann gut verdrückt hat, schauen, dass das alles gut vermischt ist. Das Ganze dann noch mal ein bisschen durchmischen. Wenn ich das Ganze gut vermischt habe, gebe ich hier noch die roten Zwiebeln dazu und mische die hier auch unter die Masse. So sieht die Aubergzermasse jetzt aus. Die probiere ich jetzt erstmal noch. So sieht die fertige Masse aus. Die stelle ich jetzt noch mal kurz kalt und mache so lange die Laugenschnecke fertig. Hier habe ich mir schon eine Springform vorbereitet. Hier kommen die Teiglinge gleich rein. Die Brezel nehme ich mir einfach, mache die Knoten auf und versuche das Ganze dann so gut es geht gleichmäßig auszurollen. Nehme dann den Teigling immer und lege den hier einfach rundherum aus. So sieht das Ganze dann aus. Es sieht ein bisschen unförmig aus, aber ich hoffe, es gibt ein gutes Ergebnis. Man muss beim Ausrollen ein bisschen aufpassen. Man kann es natürlich nicht zusammendrücken und wieder neu formen. Und wenn man den Teig dann halt weiter verarbeitet, dann ist die Lauge halt nicht mehr auf der Oberfläche. Aber ich bin weiter gespannt. Ich nehme die Aubergzermasse und gucke, dass ich das hier so ein bisschen verteile in den Zwischenräumen, wo ich die Teiglinge zusammen gemacht habe. So sieht das Ganze dann aus. Ich habe versucht, den Aubergzer in die Zwischenräume zu machen. Für mich sieht es noch ein bisschen komisch aus, aber ich gebe es jetzt mal bei 200 Grad für 15 bis 20 Minuten auf den Grill. So sieht das Ganze jetzt aus, noch 20 Minuten. Ich lasse es aber jetzt noch mal 5 Minuten drauf. So, 5 Minuten sind jetzt um. Die Brezel sollte jetzt gut sein. Ja, das sieht super aus. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich lasse es jetzt einen kleinen Moment auskühlen und dann schneide ich es an und probiere das mal. So sieht die Laugenschnecke jetzt aus. Ich finde irgendwie nicht ganz so schön, aber ich glaube, wenn ich das nochmal mache, dann würde ich einfach Laugenstangen nehmen und keine Brezeln, weil die Laugenstangen kann man einfach besser ausrollen, finde ich. Und wahrscheinlich den Teig auch länger im Kühlschrank lassen. Ich habe den vorher kurz aus dem Kühlschrank rausgeholt und vielleicht war es auch schon ein bisschen zu warm, deswegen konnte man es nicht mehr so schön formen. Aber egal, ich probiere die Laugenschnecke jetzt einfach mal. Riechen tut schon sehr gut, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall schön gebacken. Die Laugenschnecke mit der Aubergzerfüllung schmeckt recht gut. Ich würde das Rezept trotzdem nicht nochmal machen, weil ich finde einfach, der Brezelcharakter geht verloren. Und die Brezel, eins der besten Lebensmittel, die es gibt für mich. Und ich finde, das wird dem einfach nicht mehr gerecht. Hier würde ich einfach sagen, man nimmt eine Brezel, man nimmt Aubergzer und isst das einfach ganz normal. Ich hoffe, das Video hat dir trotzdem gefallen.
Eventuell hast du dazu ja eine andere Meinung, schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.